Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich wiederhole jetzt nochmal das Bild mit diesem Cell Creator und dem Bubble Booster auf dem Rahmen, wie ich schon angekündigt habe, von 100 auf 50 cm. Und habe eigentlich die alten Farben noch genommen, die nach einer Woche noch gut waren. Ich habe sie nur wieder aufgepäppelt mit etwas Wasser. Jetzt muss ich doch nochmal ganz genau schauen, was das für ein Rot war. Ihr wisst es wahrscheinlich noch. Gar nicht so schlimm. Ich habe noch Kupfer dazu genommen. Beziehungsweise Bronze, glaube ich. Es ist schon wieder spät, es ist 10:30 abends. Dieses Türkisblau. Dieses permanent gelb dunkel. Und diese Patalo-Türkisblau. Das etwas dunkler ist, aber schon ins Grün übergeht. Da ist jetzt überall noch diese Mischung mit dem Cell Creator und Bubble Booster drin. Bin mir aber nicht sicher, ob da etwas verdunstet ist oder sonst was. Es steht ja circa, ja, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, schon eine Woche. Hab mir nicht das halt nochmal eine Mischung angerührt, ein bisschen, und schütte da noch was rein. Und dann lasst uns starten, dass es gut wird. So Freunde, ich habe euch jetzt wieder hier runtergeholt, seitlich, weil einfach, ich habe wie gesagt zu wenig Platz auf der anderen Seite. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut sehen. Ich mache jetzt hier noch was rein. Hier habe ich ja noch gar nichts drin. In dieses Bronze. Und mache in diesen Farben auch zusätzlich noch mal was rein. Weil wie gesagt, nicht, dass es verdunstet ist. Und dann funktioniert es nicht und dann Bananenkuchen. So, noch etwas umrühren, dass sich das schön vermischt. Aber ich denke mal, zu viel kann es nicht sein. Ich habe das letzte Mal auch mehr reingemacht als wie gewollt. Aber das passt. Das funktioniert. Okidoki. So, natürlich drei große Becher Weiß wieder angerührt. Die braucht man schon für so ein großes Bild. Schauen wir, dass wir da noch ein paar Luftbläschen mit rausmachen. Nicht brennen. Gut. Lasst uns gleich loslegen. Dann habt ihr Spaß und ich habe Spaß. Ich mal schwer davon aus. Ich fand ja das Rot mit dem Gelb und im Blau richtig cool. Letztes Mal. Schauen wir, dass wir hier trotzdem noch ein bisschen Kupfer reinmachen. Ich sage immer Kupfer, Heide, Bimbam. Bronze. So, und jetzt das coole Rot. So, noch ein bisschen Gelb. Ja, das passt. So, jetzt haben sie auch endgültig leer, die Farben. Drückt mir die Daumen, aber das passt, denke ich mal. Wie gesagt, je größer das Bild ist, umso
Ja, ich würde schon sagen, etwas schwieriger ist schon. Okay. Ich nehme aber. Mein Handy reagiert immer auf okay. Ich nehme wieder diesen Wischer, diesen alten. Den, wo ich da vom Lidl gekauft habe. Bin noch nicht so mit zufrieden. Okay, dann wischen wir mal. Müssen wir schön viel mitnehmen in Farbe. So, wie gesagt, ich fahre wieder nicht ganz durch. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Manche fahren auch ganz durch. Habe ich ja früher auch gemacht. Okay, dann nehme ich noch meinen letzten Becher Weiß. Wie gesagt, bei mir, die wo es zum ersten Mal sehen, bei mir nicht ganz so wichtig, dass ich die Ränder zu habe, weil ich sie ja noch laufen lasse. Und nichts verschwenden. Alles rein. Okay, und lass dann nochmal von der anderen Seite laufen. Fahr da ein bisschen super Streifen, den will ich eigentlich fast gar nicht wegmachen, aber naja. Das Leben ist kein Schlotzer. So. Fahren wir hier nochmal. Oh. Nicht so schlimm, passt. Jetzt lassen wir es ja laufen. Putze ich nachher. Mein Gerät. Na, wo lege ich es hin? Genau. Okay. Also wie gesagt, ich lasse es laufen. Erhitze noch gar nichts. Dieses Mal. Ich habe gewusst, meine Nase juckt, Entschuldigung. Corona. Okay. Let's do this. Ich hoffe, ich bin im Bild, ja. So, am besten nochmal auf die andere Seite. Jetzt seht ihr wahrscheinlich kurz mal nichts. Dass alles zu ist. Ja, das gibt wieder ein anderes Bild. Jetzt muss ich schauen, jetzt muss ich diese Ecke noch zubekommen.
glaube, diesmal habe ich es etwas mehr verteilt. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt überall an die Kanten zu bin. Bei so einem großen Bild. Oh ja, da läuft's. Na, lass laufen. Sehr gut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Passt, passt, passt. So, und jetzt lassen wir es noch laufen, wie es uns gefällt. Aber das ist eigentlich schon gut so. Wie das wieder grün worden ist. Grün geworden ist. Okay. Und da haben wir schon die Kleinen wieder. Jetzt schauen wir mal. Tja. Sehr, sehr grün dieses Mal. Okay. Schön erhitzen. Ja, schmeiß um. Das kannst du gut hin. Und ohne dass man sich auch reinkommt in das Bild. Ja, ich weiß nicht zu viel, aber ich kann es halt nicht lassen. Wow. Das ist Wahnsinn, diese Kleinen wieder. Und dann natürlich dieses Weiß zwischendrin. Tada. Bin begeistert. Okay. Ganz einfach, natürlich sieht es jetzt wieder ganz anders aus wie das letzte Mal, aber für meinen Geschmack ganz gut, bisschen heller durchzogen. Wie gesagt, da haben wir, ja, das Türkis ist ein bisschen ins Grün gelaufen durch das Gelb. Das Gelb hat es ein bisschen verschluckt, weil es vielleicht zu arg gelaufen ist, aber ich denke mal, wenn es trocken ist und die Farben wieder kräftiger rauskommen. Okay, ich lasse es kurz mal einwirken wieder und dann zeige ich es euch von nahem. Und dann lasse ich das Bild hier stehen und hier trocknen. Also bis gleich. So, meine Lieben. Ich musste mal die Lampen wegstellen, damit es nicht so blendet. Schaut euch mal diese Verläufe an. Das finde ich das Coole. Und jetzt kommt das Geniale. Und zwar, ihr habt ja eigentlich immer dann noch Zellen in diesen Zellen drin. Und das ist das Coole dabei. Jetzt kommen wir hier wieder zu diesen kleinen. Ich hoffe, ihr seht, es ist ein bisschen dunkel jetzt, aber ich denke mal, das geht schon. Da halt auch wieder. Also ihr habt hier so viele Details. Da wird es dann wieder lichter. Ich komme jetzt hier mal in diesen grünen Bereich rein. Ja, ich hoffe, meine Frau mag es trotzdem, auch wenn es grün ist. Und hier diesen gelben Fluss hat er auch. Wow, so pretty. I love it. Sorry, musste sein. Aber hier halt diese vielen kleinen Zellen und dann dieses Weiß außenrum. Ich denke einfach mal, das kriegst du wirklich nur mit diesem Cell Crate und dem Bubble Booster vor allem.
hin. Und dann kommt jetzt wieder in den bläulichen Teil. Und hier hat wieder diese. Wo sind sie hier? Ja, wieder anders. Schade eigentlich, das erste Bild war wirklich super gelungen. Aber wie es manchmal so ist, darum habe ich mich ja aufgeregt. Ich hoffe, ich kann es euch dann so trocken präsentieren, aber ich gehe jetzt mal schwer davon aus, weil dieser Rahmen einfach anders ist. Und ja, ihr werdet lachen, das ist von Thomas Philips, eigentlich ein Billigrahmen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Wobei der jetzt auch, ich sag mal, 17 Euro oder was gekostet hat, aber natürlich, wenn er jetzt andere in diesem Größen kauft. Na gut, wir müssen warten, bis getrocknet ist und dann die Farben wieder kräftiger rauskommen. Dieses Kupfer sehe ich jetzt natürlich hier, zeige ich schon wieder Kupfer, diese Bronze sehe ich nicht wirklich hier und da wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal. Alles klar, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann wünsche ich euch was, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ja, schön, macht's gut, tschüss.